Aufzeichnung. So, danke für dein Erscheinen. Hier verstanden. Ja, ich glaube, da fragt bestimmt, ob du mit der Aufzeichnung einverstanden bist. Ich zeichne auf. Also, danke fürs Zeit haben, lieber Gerd Köhnen. Liebe Grüße nach Frankfurt, da wohnst du ja, ne? Ja. Genau. In Frankfurt. Genau. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Wir haben ja schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Ich habe dich ein paar Mal eingeladen für Vorträge. Habe ich auch weiterhin vor. Und ich habe dich ein paar Mal gefragt, auch ob du mal Lust hast, mein Gast mal zu sein in diesem Podcast, den ich mache. Und das hat zweimal nicht geklappt. Und jetzt hat's geklappt und das freut mich total. Ich habe mir auch ganz viele Sachen aufgeschrieben, die ich von dir wissen möchte, die ich mich gerne mit dir unterhalten möchte. Du bist ja, du hast immer gut zu tun, ne? Deswegen hat's auch ein paar Mal nicht geklappt. Ja, vorgestern war ich bei der Bundeswehr. Ja. aber nein, das Beste im Moment ist, dass sowohl mein Russland-Komplex, der ja seit 2005 gibt, jetzt mit einem neuen Kapitel, aktualisierte Neuausgabe, gerade herausgekommen ist bei C.A. Beck München. Es geht um die Deutschen, die Russen, das historische Verhältnis. Und im März erscheint mein neues Buch Im Widerschein des Krieges, Nachdenken über Russland. Das sind Essays aus 30 Jahren. Ja. Das ist eine Art Langzeitbeobachtung, aber auch mit sehr aktuellen Themen zum Krieg. Und da bin ich dann im Übrigen auch bei euch auf der Leipziger Buchmesse mit mehreren Veranstaltungen. Ah ja, dann sehen wir uns da ja. Ich wohne ja in Leipzig. Hm? Ich war nämlich noch nie auf der Buchmesse und ich werde das dieses Jahr unbedingt mal machen, weil die letzten 3 Jahre ist das ja mal ausgefallen. Und davor mich das irgendwie nie so richtig gereizt. Hm. Aber dieses Jahr bin ich mal dabei. Also ich bin ja nur freier Mitarbeiter. Ich habe ja mit der Stiftung so mit dem Alltagsgeschäft nichts zu tun. Aber ich gehe sonst einfach als Gast hin und dann sehen wir uns da mal. Dann lernen wir uns vielleicht auch mal persönlich kennen. Ganz kurz zu dir. Also ich glaube, du bist eh bekannt. Einfach, also ich glaube, viele Hörer kennen dich auch, haben bestimmt ein Buch oder mindestens eins oder mehrere Bücher von dir im Regal. Aber ganz kurz nochmal trotzdem zu dir. Also du bist ja Publizist und Historiker und du bist Autor. Du hast ganz viele Bücher geschrieben. Ich habe auch etliche. Ich glaube, ich habe 6 oder 7 Bücher. Den Russland-Komplex habe ich noch nicht. Das ist ja praktisch, wenn das jetzt mit einem erweiterten Kapitel rauskommt, weil dann kann ich mir die Neuauflage ja direkt kaufen. Und braucht nicht die alte nicht mehr ganz. Also die kaufe ich mir die aktualisierte. Ist doch, passt doch. Genau, und dein Schwerpunkt ist so eigentlich so Geschichte des Kommunismus, Sowjetunion, deutsch-russische Beziehung, aber auch 68 und so das linke Deutschland 68 fortfahren. So, das sind so eigentlich so deine Schwerpunkte, ne? In den Büchern, in deinen Aufsätzen, Texten, Essays, Artikel, genau. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder willst du noch was ergänzen? Hat sich so, wenn man es in große Themengebiete fasst, dann ist das so. Hat natürlich immer auch mit einer bestimmten Entwicklung lebensgeschichtlicher Wege und dann Interessen zu tun und einen bestimmten Punkt. Ich habe schon eigentlich in meinem Studium, ich war eigentlich ursprünglich sehr frankophil in den 60er Jahren, deutsch-französische Freundschaft. Aber habe dann eigentlich, da wir ja Nachkriegsgeneration waren, hat es mich gewissermaßen von meinen Interessen her sozusagen in die Killing Fields des Ostens sehr stark zurückgezogen, obwohl ich eigentlich ganz ein Kind des Westens bin, also von der deutschen Westens, Ruhrgebiet aufgewachsen und so. Trümmerlandschaften noch, also der Krieg war präsent. Der Krieg mit den westlichen Mächten war ja vor allem Bombenkrieg, im Osten, mein Onkel war in Stalingrad, da spielten sozusagen diese Brustschlachten ab. Ja. Und das hat eine bestimmte Verdichtung ergeben. Das kommt ja, das behandle ich unter anderem auch in meinem Buch, der Russland-Komplex. Und so hat es mich dann eigentlich, obwohl ich nicht Slawistik studiert habe, dann irgendwie in diese Geschichte des damals noch sehr präsenten, auch östlich konnotierten Kommunismus zurückgezogen. Mhm. Ja, das war aber immer auch eine deutsch-russisch-sowjetische Geschichte. Die DDR gab es ja.
Ja, und so bin ich dann auch eben über die Neue Linke in dieses Themenfeld und nachdem diese neokommunistische Gruppe, in der ich in den 70er Jahren mich bewegt habe, sich dann 80, 81 auch durch mein eigenes Betreiben aufgelöst hat und ich dann schon sehr interessiert war an diesen Bürgerrechtsbewegungen im Osten, insbesondere der polnischen Solidarność-Bewegung, habe ich dann eben, nachdem ich mich dann wieder als freier Autor, der sich aus seinen akademischen Karrieren selbst rauskatapultiert hatte. Ich hatte eine Doktorarbeit geschrieben über Marx und die bürgerlichen Revolutionen in Deutschland, also ein historisches marxologisches Thema. Nachdem ich mich da selbst rauskatapultiert hatte, habe ich dann gewissermaßen dieses 68er ideologische Interesse dann in ein realhistorisches Interesse umgewandelt. Das ist im Großen und Ganzen der Weg, wie ich dann bei diesen Themen wieder angekommen bin und dann aber auch nicht mehr versucht habe in den 80er Jahren, vielleicht ein Fehler oder auch nicht, keine Ahnung, dann in das Akademische zurückzufinden. Och, ich find, das muss kein Fehler sein. Nur, dass ich, hätte ja Doktorarbeit machen können und so viele, die ähnliche Karrieren in 70er hatten wie ich, die sich selber ein bisschen rauskatapultiert hatten. Ich war eigentlich dabei, 73, 74 eben so eine Doktorarbeit zu schreiben. Mhm. Aber das habe ich dann nicht mehr aufnehmen wollen. Aber für Journalismus war ich eben auch nicht so ganz richtig gemacht. Ich hatte das Interesse für diese langen historischen großen Themen. So bin ich letztlich dann sowas wie Sachbuchautor geworden. Genau, du hast jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen. Ja. Ich habe ja auch ganz viele Sachbücher von dir. Also ich habe das erste Buch, was ich von dir gelesen habe, war 2006, das weiß ich noch, das Rote Jahrzehnt. Da habe ich nämlich damals in Hamburg gewohnt und ich wohnte mit so einem Altautonom zusammen in der WG und der las das damals gerade und der fand das total unterhaltsam. Also der war deutlich jünger, der war in den 70ern geboren oder so, aber der hat so ein bisschen die autonome Szene der späten 80er, da fing der an, und 90er vor allem, und der hat halt vieles von dem, und der war auch natürlich klassischer Anti-Imperialist und RAF-Fan, und der hat halt vieles von dem, das fand er sehr unterhaltsam, und ich glaube, er konnte auch so ein bisschen über sich selber und seine eigenen politischen Ideen lachen, deswegen hat er mir damals ausgeliehen, und das habe ich, glaube ich, innerhalb von wenigen Tagen gelesen, weil das so interessant war, weil ich ja selber auch aus der Linken komme und vieles, aber also natürlich diese Auseinandersetzung, als die außerparlamentarische Linke so stark war, natürlich, das weiß ich ja alles nur retrospektiv, aber das Buch war damals ein guter Leitfaden in diese Zeit. Du hast es ja auch, der Untertitel ist ja unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967 bis 1977, also eigentlich vom Tod von Benno Ohnesorg bis zu den Toten in Stammheim und dem Mord an Schleyer. Ja. Da endete das ja sozusagen die Aufbruchsstimmung 68, wenn man so will. Das ging ja eigentlich schon, ich weiß gar nicht, war es Wolfgang Krauser oder war es sogar du, der das gesagt hat, es ging eigentlich schon 64 los mit den Demonstrationen gegen Moss, gegen den Chombe, genau. Ja, klar, nein, das, ich meine, die Datierung auf 68 ist ja eh etwas willkürlich, klar. Hat damit zu tun, dass es ja ein internationales Phänomen war, also ich würde mal sagen, die Datierung auf 68 kommt eigentlich vom Pariser Mai 68, der kam aber übrigens ganz plötzlich, und da war, Deutschland ist ja eher das Stichdatum eben 67, also 2. Juni, ne? Also diese Datierung 67 bis 77, deutscher Herbst, wo sich das auflöste. Wobei ich dieses ganze Jahrzehnt nicht einfach unter Aufbruch subsumieren würde, sondern man handelt aus Oppositionen heraus, ja, und man war gegen den Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze, das waren die große Koalition, das waren in Deutschland die großen Themen dieser Zeit. Dieses, sagen wir mal, von mir aus auch in einem positiven Sinne kulturrevolutionäre Element, also neue Lebensstile, das Generationelle, war in Deutschland, würde ich sogar sagen, in besonderer Weise überdeckt
von so einer ziemlich bleihaltigen Last der Vergangenheit, ja. Ja. Einfach in dem Sinne gar nicht unbedingt, ja, jetzt, wir waren schuldig, das war sehr zweideutig, dieses sich auseinandersetzen mit der Vergangenheit. Es hieß, sich radikal abtrennen von der Generation der Eltern, die sozusagen pauschal sozusagen in den Orkus des Dritten Reichs geworfen wurden. Ja, das war eine kontaminierte Generation. Man selbst wollte irgendwie ganz woanders hin. Das war ein Element von Aufbruch. Es war aber auch was Zwanghaftes. Mhm. Ja, denn man kappte viele Verbindungen mit, ja, auch lebensgeschichtlich. Das war in gewisser Weise notwendig, dass man diesen scharfen Strich zog zur Elterngeneration. Es war aber auch nicht ohne eigenes Risiko. Es war zum Beispiel sehr viel moralische Selbstermächtigung. Am krassesten hast du das dann bei der RAF. Ja? Ja. Und im Vorfeld kommen diese Diskussionen, die Generation von Auschwitz, da kommt dieses Auschwitz-Wort, was ja seit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess, das war 64, also nach 64 kam das so massiv ins Bewusstsein, auch nach dem Eichmann-Prozess in Jerusalem und so. Also ich habe dieses Kapitel genannt Felix Culpa, ein Wort von Hannah Arendt, ja. Es hatte auch was Narzisstisches. Wir waren jetzt die guten Deutschen. Yeah. Wir waren jetzt die, die ganz auf der anderen Seite. Dann konntest du mit sehr großer Geste alles wegstreichen, was so um dich herum war, dass die Bundesrepublik sich schon sehr änderte. Ja, hast du nicht wirklich mitbekommen. Also Notstandsgesetze hießen NS-Gesetze. Yeah. Und sie üben wieder fleißig für ein neues 33. Yeah. Also du warst im Bann der Wiederkehr der Geschichte, ja, und du, der du diesen Kampf führst, so à la Che Guevara in der Brust der Bestie, ja, du hast dich selber natürlich auf ein sehr, sehr hohes Ross gesetzt, ja, und dann konntest du, wenn du die RAF warst und wenn du abgetaucht bist, dann führtest du irgendwie einen Kampf, dann machst du die Rote Armee-Fraktion zum Beispiel, also diese Verlockung, so in den Untergrund zu gehen, abzutauchen, bewaffneter Kampf, das war ja alles sehr nah und sehr präsent, schon 69. Ja, das habe ich ja auch dann auch in meinem nächsten Buch über Vesper Enzling-Bader, dieser existenzielle Drive, der das hatte, dann auch den Absprung zu machen. Und da bist du on the run. Was du eigentlich genau mit deinem bewaffneten Kampf erreichen willst, weißt du nicht, ja, sondern dann gibt eins das andere. Und dann wird das eigentlich so der Kampf als inneres Erlebnis, ja, Ernst Jüngerhaft. Ja? Genau, also ein bisschen existenzialistisch auch, ja, genau. Ja, und das war sozusagen die düstere Seite der Sache, die es immer in meiner Erinnerung sehr stark gegeben hat. Es gab diese helle Seite natürlich, ja, des Aufbruchs raus aus dieser Adenauer Republik, natürlich die neue Regierung, aber die neue Regierung war ja dann, die sozialliberale Regierung war ja dann die allerschlimmste, ja, weil du warst ja ganz schnell mit den Sozialfaschismus-Theorien bei der Hand, ja. Also überhaupt, die Liberalen waren ja die schlimmsten, die wollten uns ja moralisch unterminieren, ja, vom richtigen konservativen Menschen, na gut, da wusstest du, wo du dran warst, ja. Aber viel schlimmer war die deine Revolutionsbewegung, Bewusstsein unterminieren wollten, ja. Also das war jedenfalls dieser Teil der 68er-Bewegung, in dem ich drin steckte, und deswegen kroch man eigentlich in eine immer engere Röhre rein, ja, der Weltwahrnehmung. Man hat ungeheuer viel gelesen, man hat ungeheuer viel aufgenommen. Das war auch die produktive Seite daran. Aber gleichzeitig war das Erkenntnisinteresse ziemlich eng. Ja, man wollte nur beweisen, was man eigentlich sowieso schon glaubte zu wissen. Ne? Und das war so eine Totalverwerfung,
dieser ganzen Welt. Also, wo würdest du sagen, weil du warst ja selber ein Protagonist. Du warst zwar jetzt nicht in West-Berlin zur heißen Zeit, aber du warst ja erst in Tübingen und dann bist du nach Frankfurt gegangen. Ne? Das war so eigentlich auch Jahreswechsel 67. West-Berlin 68, Vietnam-Kongress war für mich schon ein Urerlebnis. Da habe ich ja auch sogar bei Rudi Dutschke gegenüber gewohnt in der Wohnung, habe die aus der Nähe erlebt. Das waren ja dann plötzlich so magische Figuren, Dutschke und andere. Aber ich war in Frankfurt, Ja, Frankfurt war Kral, ne? Hans-Jürgen Kral, der war in Frankfurt. Kral, das war natürlich kritische Theorie und so. Mhm. Das war nicht ganz mein Ding. Insofern, auch in Tübingen war ich schon sehr stark auf diesen Marx-Trip gekommen. Marx war für mich der eigentlich interessante Autor. Auch literarisch übrigens, ich meine, Marx war ein großartiger Stilist und aber man kam dann von Marx auf Lenin und von Lenin auf, die einen zu Stalin, die anderen zu Mao, also man suchte sich ja so seine Anhaltspunkte in der Geschichte, und die in gewisser Weise war der Mythos der russischen Revolution oder dann der chinesischen Revolution war fast stärker als die ganze Gegenwart. Aber das finde ich nämlich wahnsinnig interessant, weil ich denke mir, also wann kippte das 68? Also wann war so der Moment, wo man... In 68 schon. Ja, weil das ist nämlich so ein, also dass es halt diese verkrusteten Strukturen gab, diese postnarzisstische Vergangenheit, die nicht so richtig aufgearbeitet wurde, auch das ist ja auch, ich liebe ja diesen überlieferten Spruch, ob sie es wirklich so gesagt, weiß man ja nicht, aber von Gudrun Ensslin, das ist die Generation, die Auschwitz gemacht hat, mit denen kann man nicht reden. Also es hatte ja schon auch eine Berechtigung, diese Revolte, aber wann kippte das so schnell um in so eine Begeisterung für das Totalitäre? Also dass sich Leute dann auf einmal für Lenin und dann weitergehend für Stalin, für Mao begeistern und dabei das auch wahrscheinlich völlig ausblenden, wie es eigentlich in China ja existierte ja zu der Zeit noch. Mao lebte ja zu der Zeit noch. Also wie das eigentlich wirklich aussah. Also dieser Mythos der russischen Revolution, da hätte jeder wusste das ja im Prinzip eigentlich oder was dann in den 30ern mit den Moskauer Prozessen passiert, was mit den Gulags war, was mit den Prozessen, die Stalin kurz vor seinem Tod noch angestrebt hatte, die Ärzteverschwörung und so weiter. Also Millionen von Tote, das wusste ja jeder, der das wissen wollte, wusste das ja auch. Oder wurde das einfach so abgetan als Propaganda? Nein, amerikanische Propaganda oder hat man das in Kauf genommen oder gerechtfertigt oder wie war das? Ich war nicht der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Also in unserem Tübinger SDS bestand überhaupt nur aus Doktoranden erstmal, als ich dazu kam, ein relativ altbackener Verein. Wir waren dann sozusagen die Jungspunde, aber ich war dann auch schon 68, 23, 24. Nein, wir hatten das alles zum Teil sogar auch vorher schon gelesen und uns damit beschäftigt. Erstens mal warst du dann auf den Trip gekommen, also ein Kernspruch, Parole, aber die auch gewissermaßen ein theoretisches Element enthielt, also Faschismus führt zum Kapitalismus, Kapitalismus muss weg. Ja, das ist doch eigentlich so ein frühes Horkheimer-Diktum. Ne? Ja, verballhornt, also als Parole. Ja. Bei uns war die Operation, du hast erstens, das war aber Ernst Noltes Buch von 64, du hast den Nationalsozialismus mit seinen spezifisch grauenhaften Elementen in den allgemeineren Faschismusbegriff eingemeindet. Ja. Genau. Ich glaube, der NS gar nicht richtig verstanden wurde. Da ist was Richtiges dran, kategorisch, aber es war auch problematisch, weil Faschismus kommt nun mal aus Italien und Mussolini war dann schon nochmal eine andere. Also Hitler war eine andere Nummer als Mussolini. Das kann man und so sagen. Die Action Française, bei der Nolte anfängt, die war nochmal wieder was anderes. Also und dann löste sich diese Faschismuskritik in Kapitalismuskritik auf. Dann warst du auf dem Trip zu sagen, okay, der Kapitalismus ist das eigentlich Mächtige. Ja. Dann warst du sehr empfänglich schon mal für Theorien, die sagten, Hitler war eigentlich nur ein Werkzeug des Großkapitals oder so. Ja, und
in Deutschland konntest du sagen, auch nicht ganz unplausibel, die alten Eliten, haben sie Hitler aufs Schild gehoben, dann ging das schief und dann haben sie sich in die Bundesrepublik wieder rübergerettet und jetzt sind sie wieder da. Mhm. Ja? Und sie üben fleißig für ein neues 33. Wenn wir wieder zu stark werden, die grundlegende antikapitalistische Opposition und so weiter, dann werden sie wieder Faschismus machen und so. Ja. Ja? Also hast du dir schon mal ein ganz bestimmtes, recht schematische, in sich nicht völlig unplausible Geschichtstheorie zurechtgelegt. Ja. Und dann war da natürlich die DDR. Ja. Die war nicht attraktiv. Also für einen Teil des SDS schon. Es gab die sogenannten Traditionalisten, natürlich schon mal eine sehr beschönigende Bezeichnung. Aber gut, es wurde ja auch die DKP wieder gegründet in der Bundesrepublik als neue KP. Die hatten so das, die Aura der Verfolgten. Aber trotzdem, DDR war nicht attraktiv. Ja. Dann suchtest du in der dritten Welt. Ja. Oder in China. Ja. Ja, da war Kulturrevolution. Und dazu habe ich in einem Aufsatz, im Roten Jahrzehnt, habe ich es, glaube ich, auch geschrieben, dass diese Art der Identifikation mit ja dem Aufstand, wie hieß das nach Franz Fanon, ja, der Aufstand der Dörfer und der kolonialen Gebiete, der kolonialen Subjekte gegen die Metropolen des Weltimperialismus, ja, also Kapitalismus war Imperialismus, das ja. waren die USA, also USA, SASS, die USA waren die neuen Faschisten von heute, wenn man so die Massenbombardements in Vietnam sah, dann konnte man auf sehr düstere Ideen kommen und die amerikanischen Vietnamkriegsgegner gingen ja auch in recht radikale Richtungen dann rüber. Mit denen war man ja identifiziert. Oder die Parole kam eigentlich zum Beispiel auch aus Frankreich. Ja, USA ist ASS. Das war gar keine deutsche Parole, das war eine französische Parole. Und dann war aber diese dann musstest du ja mit den Gegnern deines Gegners identifiziert sein. Also die Befreiungsbewegung und die VR China schien, obwohl man alle diese Schreckensnachrichten mit den, ich meine, diese Kulturrevolution war ja auch ein riesiges Massaker. Ja, es gab Nachrichten, dass da Bündel von aneinander gebundenen, exekutierten Leichen in Hongkong angeschwemmt wurden, war ja noch britisch. Also nicht, dass man das nicht wusste, aber dann konnte man erstens mit Mao sagen, Revolution ist kein Deckchen sticken und das sind wiederum die Konterrevolutionäre, die das dort gemacht haben. Das war ja ein echter chinesischer Bürgerkrieg eigentlich in Wirklichkeit. Aber generell konntest du eben dann mit einem hohen Aufwand an ja Theorie, etwas freundlich gesagt, ich habe auch mal gesagt, wurde viel Hirnschmalz verbrannt. Ja, ja. Du hast gelesen und die Argumente zusammengesammelt, warum so frei nach Brecht wir nicht freundlich sein konnten, denn man kämpft ja gegen die Bestie. Ja. Ja? Und du eigentlich in einem Modus war, wo du dich auf eine hochemphatische Weise eigentlich nicht dafür interessiert hast, sondern aktiv desinteressiert hast, was in China gerade passierte, was auf Kuba wirklich war. Ja, da war auch eine Art Kollektivierung im Gange. Ja, genau, ja. Was eigentlich die ideologischen Hintergründe zum Beispiel von Ho Chi Minh waren, der ein relativ harter Stalinist war, aber er war schon bildet, das war eigentlich Le Duan und der war nun wirklich ein Stalinist. Ja. Mhm. Das heißt, die idealisierten Vietcong hatten auch ihre ganz düstere Seite. Ja. Aber du warst in einem Modus von Dämonisierung und Idealisierung. Ja. Und mit hohem theoretischem Input. Ja. So, und das war die Grundkonfiguration, würde ich sagen. Also ich kann das ja psychologisch nachvollziehen. Also ich kenne hier, wie gesagt, ich
komme ja nun nicht aus der Aufbruchszeit 68, aber ich komme ja auch aus der linken Szene und ich kenne natürlich diese Idealisierung und diese Überhöhung, dieser unglaubliche Narzissmus, das ist mir ja nicht unbekannt. Das lässt sich auch immer wieder auch an heutigen, also wenn man das will, kann man das auch auf diese Klimawandelbewegung übertragen, die sich auch selber das Recht herausnimmt, zu sagen, wenn wir jetzt nicht hier jetzt in Garzweiler das und das verhindern, dann wird die Welt untergehen. Ich glaube, eine ähnliche Stimmung, ähnliche Alles-oder-Nichts-Stimmung herrscht wahrscheinlich auch 68. Wir müssen im Herzen der Bestie, müssen wir deswegen, also auch eine völlige Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten. Also so relevant waren das aber und nicht fürs Weltgeschehen. Es gab natürlich 68 das reale Phänomen, das ist richtig, hat die Klimabewegung heute natürlich auch, wobei ich sagen würde, die ist realitätshaltiger. Bei uns war das Phantasmagorische sehr viel stärker, weil erstens mal, wie gesagt, man nicht wahrgenommen hat, dass die Bundesrepublik zum Beispiel doch in voller Verwandlung und Aufbruch war, man über die USA viel schlimmer sagen konnte, aber nicht einfach, dass sozusagen die Hitler von heute oder sowas, also das Irreale war und eben was China anging, da konnte man wirklich sehr genau, also man idealisierte schon sehr problematische Dinge. Also wenn ich meine, ich muss das ja in unserem Falle der Gruppe, in der ich war, bis zu dem Punkt hin durchdeklinieren, an dem wir dann in den späten 70er Jahren noch dazu kamen, das, was in Kambodscha passierte. Ja, das nimm noch nicht vorweg. Das ist noch ein Punkt. Ich will so ein bisschen chronologisch vorgehen, weil das finde ich nämlich auch unglaublich interessant und erschreckend. Das hängt auch schon miteinander zusammen. Ja. Also wenn du 68 nicht wahrnehmen wolltest, was in China war, dass dort ein fürchterlicher Bürgerkrieg im Gange war, sondern wenn du ganz mit blauen, naiven Augen diesen scheinbaren Enthusiasmus der Rotgardisten, der ja in sich schon was Schreckliches hatte, dem akklamiert hast, das tut die Klimabewegung so heute nicht, Nee, das also, stimmt. Dann waren wir selber, waren Zeitgenossen nochmal großer historischer Massenverbrechen. Auch, Und so spannt sich dieser Weg dann eben bis hin zu den Roten Khmer. Aber gut, mach's chronologischer, Weil ich würde nämlich, also dieses USA ist AS, also du hast gerade gesagt, die Parole kam eigentlich aus Frankreich, aber die Deutschen 68, die Deutschen Linken haben das ja übernommen. So auch Broder, Henry Broder hat das auch mal gesagt, das hat er 68 auch gut ein gewisses mitgerufen. Alle haben das mitgerufen, genau. Und das hat ja auch viel von der Projektion der eigenen Vergangenheit, der deutschen Vergangenheit auf. Also du hast es gerade schon gesagt, der Nationalsozialismus wurde völlig entkontextualisiert und es war halt irgendwie dann nur noch der diffuse Faschismus, der irgendwie gleichbedeutend war mit Kapitalismus und eigentlich richtete es sich ja eher hauptsächlich gegen die Arbeiter und Kommunisten und der eliminatorische Antisemitismus spielte fast gar keine Rolle. Also der tauchte ja auch nicht auch in keinem Kursbuch auf, es war nie ein großes Thema 68, oder? Der Holocaust, das ist ja das, was sich viele 68er auf die Fahne schreiben, aber eigentlich war das doch nicht oder? Moment. Das war aber in der Generation der 68er sehr präsent, Also wenn Gudrun Ensslin, nehmen wir mal an, sie hat das gesagt und das ist nicht eine Rekonstruktion dessen, was sie gesagt haben möchte oder irgendjemand anders, dann war das sehr präsent. Sie hatte gesehen den Film von Alain René, Nacht und Nebel, das Stutthof. Also die KZ-Bilder waren sehr präsent. Und auch jeder, der überhaupt schon mit einem gewissen Grad von politischem Bewusstsein in 68 reinsegelte, hatte natürlich den Eichmann-Prozess, hatte natürlich den Frankfurter Auschwitz-Prozess vor Augen. Aber ich habe gesagt, dass 68 eine Art Entsorgung dieser belastenden und bedrängenden Vergangenheit ist. Also wenn wir schon psychologisch und sozialpsychologisch reden, dann was in dem Fall notwendig ist, ohne das kommt man dem gar nicht näher, weil materielle Gründe, wie wir an die Jeunesse Dorée
des 20. Jahrhunderts. Alle Türen standen offen. Ja, trotzdem waren wir die Radikalsten. Naja, wie hängt das zusammen? Sozialpsychologisch, trotzdem, das ist nicht einfach selbst denunzieren, sondern ich habe ja versucht, dem nachzuspüren, ja. War es eine Art, es von dir wegzubringen. Deswegen heißt mein Kapitel Felix Culpa. Mhm. Ja. Wir sind es, die jetzt gegen die Generation von Auschwitz kämpfen. Mhm. Ja. Damit warst du jetzt auf der guten Seite. Mhm. Ja. Und dann konntest du eben sagen, dass also Narzissmus ist Faschismus, Faschismus ist Kapitalismus. Jetzt musst du gegen den Kapitalismus kämpfen. Ja. Damit hattest du das in ein theoretisches Gerüst eingespannt. Da tat das nicht mehr weh. Mhm. Ja. Da tat es nicht mehr weh. Du konntest das. Und dann relativierte sich auch das mit dem Antisemitismus, weil du warst ja Zeuge dessen, wie Israel nach dem Sieben-Tage-Krieg oder Sechs-Tage-Krieg 67 die Gebiete annektierte, was auch meines Erachtens ein großes Unrecht war. Das der Meinung bin ich grosso modo bis heute noch. Und sie haben sich da tiefer in einen Sumpf reinbegeben, aus dem sie eigentlich herauskommen wollten. Das halte ich bis heute für ein historisches Unglück. Aber das war ja nicht die Ebene, auf der man diskutiert hat, sondern die Ebene, auf der man diskutiert hat, war, das war aber übrigens auch eine massive, darüber bin ich ja auch in einem anderen Buch mal nachgegangen, eine massive sowjetische Staatspropaganda, ja, in der Brezhnev-Zeit, zu sagen, dass in Polen zum Beispiel 68 war ja die Konstruktion die, dass die Studentenbewegung in Polen von der Partei niedergemacht wurde, weil dort vom Zionismus instruierte und aufgehetzte Studenten mit Geldern aus der deutschen Wiedergutmachung nach Israel gegen den Sozialismus kämpften. Die Wiedergutmachungsgelder. Ja. Das war also deutsche Nazis, Ex-Nazis, die wurden ja in sowjetischen Karikaturen immer mit Stechschritt und so, die Bundeswehr, dargestellt, ist jetzt verbündet mit Israel. Und Dayan wurde auch als Panzerkommandant so wie Rommel dargestellt. Ja, ja. Das war ein ganz, ganz geläufiges Narrativ, auf das man dann auf diesen Trip kam man. Und jetzt muss man sagen, dass das in der Bundesrepublik wieder nicht ganz so einfach war. Denn das ausgerechnet die Springerpresse. Mhm. Ja, und lauter ehemalige Wehrmachtberichterstatter jetzt für Israel glühten. Ja, und den Antisemitismus der Studentenbewegung, den sie quasi voraussetzten, ihr aufs Butterbrot schmierten und sie darüber versuchten zu delegitimieren. War natürlich eine ganz trübe Mischung. Und das trieb dann einen Teil dieser Studentenbewegung um Kunzelmann, die lustigen Kommunaren und so weiter, trieb sie dann dazu, zu sagen, jetzt müssen wir Palästina mit Vietnam gleich behandeln. Unser Vietnam ist Palästina. Und dann fuhren sie darunter, dann waren sie bei der Fatah, wurden ausgebildet und dann kamen sie zurück und legten die Bombe ins jüdische Gemeindezentrum. Genau. Ja, das war eine natürlich hoch perverse Angelegenheit. Ja, ich will nur sagen, pervers war in vieler Hinsicht auch die Position der Hauptverteidiger von Israel als starkem Staat. Und das waren dann die Springerpresse, darin Leute, die zum Teil selber tatsächlich tief drin gesteckt hatten, oder es waren auch damals schon
Also die Sympathien, die es zum Beispiel für Israel gab, 68, 67, 68 in der deutschen Studenten, die sich so auf Kibbutz und diese Dinge bezogen haben, die sozialistischen Aspekte, ja, wurden ja einfach überspielt und in den Hintergrund gedrängt, dadurch, dass man sogar in der National- und Soldatenzeitung, die NPD wurde sehr, sehr stark, ja, gab es eine große Bewunderung für die militärischen Leistungen von Dayan und man sagte, oh, gute deutsche Schule, ja. Also so, verworren, ist gut, ne? So verworren war das halt, nicht? Ja. Das will ich nur sagen. Das ist keine Entschuldigung für die ganzen trüben Dinge. Auf diesen Trip sind, da wo ich war, sind wir auch nicht gekommen, ja. Aber. Nee, aber ich glaube, das ist auch, also das ist, ich glaube, ja, das ist Freund-Feind-Schema, schematisches Denken, was da eine Rolle spielt. Und ja, natürlich, also die Springerpresse war damals einer der Hauptgegner der 68er, also auch durch tatsächlich diese reißerische Platte, Schlagzeilen, durch so eine Stimmung, wo der Mob animiert wurde. Und dann, dass die dann eben sich klar gegen Antisemitismus und Antizionismus äußern, das sorgt wahrscheinlich bei wirklich vielen, naja, dann erst recht. Ja, das war Redaktionsstatut, mit Verlaub. Genau. Ne? Das war Redaktionsstatut. Kann man gut also, finden. Also, was gut ist. Also, kann das man ist gut, ja, kann man gut finden. Aber ja, nur, das war für sie selber eine Generalermächtigung. Das ist der Punkt. Ja, das waren Leute, das war auch ein Generationenkampf. Da saßen die ehemaligen Kriegsberichterstatter und wollten diesen Jugendspunden, die jetzt glauben, so, denen wollten sie, die waren alles Berliner Rote Garten und Kruppzeug und Abschaum. Ja, ja. Also so rum. Ja, ja, also das war trüb von beiden Seiten, darauf würde ich schon bestehen. Es gibt ja auch von Ulrike Meinhof, als sie noch nicht bei der RAF war, gibt es auch so einen Artikel, der ist gar nicht so schlecht, der ist von 67, glaube ich, auch, wo sie über die Begeisterung von ehemaligen Nazis für den Israels Blitzkrieg in Anführungszeichen, ich glaube, es war ja sogar eine Springer-Headline, Israels Blitzkrieg, also wo dann sozusagen die Schlacht von Stalingrad nochmal nachträglich gewonnen wird, also das ist ja auch eine Art von deutscher Nachkriegsprojektion. Ulrike Meinhof, ne? Kann man wirklich sagen, ist da tatsächlich das Lackmus, der Lackmustest, ja. Denn Ulrike Meinhof, was immer man sagen kann, war, Reich Ranitzky hat das ja geschildert, der sie kannte, von 64, 65, ja. Sie war eine der wenigen, die sich zum Beispiel bei ihm erkundet hat, wie das ausgesehen hat, wie er im Ghetto überlebt hat. Ja. Sie war jemand, die ganz in diesen Themen drin steckte. Und für die das dann zu bedrängend wurde, ja, und die dann 68 eigentlich in einem völlig existenzialistischen Modus dort den Abgang in den Untergrund gemacht hat, ihre Zwillinge nach Palästina geschickt hat. Und zum Schluss sitzt sie dann 72 in der Isolationshaft, war es wohl auch schon nach ihrer Verhaftung, na gut, ja klar, bewaffneten Leute, die rausgeschossen werden sollen, sie selber bei einer Rausschießungsaktion beteiligt, werden erstmal in eine Isolationshaft genommen und dann hat sie eben sich und allen anderen suggeriert, dass sie jetzt in einer Art Gaskammer sitzt. Ja. Genau. Also da siehst du, was für Wege das geht. Ja, es lohnt nur auch nicht, es nur zu denunzieren. Man muss es dechiffrieren, in seinen sozialpsychologischen Mechanismen. Ja. Aber kann man schon sagen, dass Ulrike Meinhof irgendwann, also es gibt ja auch diesen ganz berüchtigten Text von ihr zur Aktion des Schwarzen September, also diesen Massaker der Olympiade 72, den sie an höchsten Ton lobt sie ja diese terroristische Attacke. Ja, aber warum? Weil sie, Ulrike Meinhof, in einer Gaskammer sitzt, von denen, die damals schon Gaskammern gebaut haben. Ja, das ist natürlich, dann bist du in einer Wahn- und Fantasiewelt. Ja, aber das war, wollte ich hinaus. Also ist Ulrike Meinhof irgendwann, also das wirkt ja wirklich wie eine Wahnvorstellung. Also mit Köln-Ossendorf, toter Trakt, Auschwitz-Fantasien, das schrieb sie ja, dann eben, dass sie das lobt, dass sie den Moshe Dayan als Himmler Israels bezeichnet, und also das ist ja wirklich eine Projektion und Wahngebilde in Formvollendung. Also da fing das wahrscheinlich auch schon an, dass sie dann auch mit den anderen Köpfen der RAF da brach, also innerlich brach oder so. Oder ja. Ja, klar. Aber ich will einfach nur sagen, es nützt uns doch gar nichts, ja. Und das ist auch nicht meine Haltung in dem Roten Jahrzehnt. Ich meine, wie gesagt, wir sind dann
77, das war auch, hing auch mit dem deutschen Herbst zusammen, und all dem, was wir ja auch tatsächlich glaubten, ja, jetzt werden wieder in deutschen Gefängnissen die Gefangenen ermordet und so weiter. Man hatte immer den Faschismus um die Ecke stehen, hat man sich rein insinuiert, und so kam man nach dieser Logik auch dazu, dann zu sagen, dass die härtesten Feinde unserer Weltgegner, die müssen dann sozusagen einen gerechten Kampf kämpfen, selbst wenn der grausam ist. Und so kommt man dann bei den Roten Khmer an, ja. Die in unserem Fall nicht als Begeisterung, das kann ich nicht sagen, aber als Rechtfertigung, als Legitimierung. Das war ein linker Negationismus, so habe ich das genannt. Ja, nach dem Beispiel der französischen Trotzkisten, die dabei ankamen, Auschwitz zu leugnen und den Massenmord zu leugnen, weil der Kapitalismus kann ja gar kein Interesse daran haben. Das waren französische Trotzkisten, die kamen von der Linken. Ja, das war damals eine ganz, das habe ich linken Negationismus genannt. Ja, es kann nicht so sein. Also man behauptet, dort findet ein Steinzeitkommunismus, macht dort einen Massenmord. Und in Wirklichkeit, das war ja auch die Interpretation von Noam Chomsky zum Beispiel. Also wir sind ja hier nicht in völlig randständigen Bereichen, ja, sondern es gab im Übrigen auch recht konservative Leute, die durchaus das nicht glaubten, sondern sagten, dass, also du meinst jetzt den Genozid in USA, den Genozid in Kambodscha, auch Indochina-Forscher im Übrigen, ja, sogar solche Leute, die später ihr ganzes Leben dem gewidmet haben, diese Sache aufzuarbeiten, ja, das ein Australier, der macht dort so eine Bank in Phnom Penh heute noch, der war ein, der hat bis 78 das nicht geglaubt, weil die Amerikaner ja auch davon redeten, sie in die Steinzeit zurückzubomben. Und dann machte man aus ihnen Steinzeitkommunisten, und denen unterschob man dann ungeheuerliche Massenverbrechen, die so gar nicht passiert sein können. Ja. Also dann bist du in einem, nach einer bestimmten Logik, mit viel Argumentation. Ja, das ist nicht nur Verwirrung, das ist nicht nur Wahn, sondern du holst dir alles herbei, um sozusagen mit viel falschem Wissen oder gewaltsam uminterpretiertem Wissen zu sagen, das kann so alles gar nicht stimmen. Und ist eine Machination, dann bist du bei den Verschwörungstheorien, imperialistischen Presse und so weiter. Aber das ist ja schon, also ein derart abgeschottetes, hochideologisch geprägtes Welt, also der Schwerpunkt meiner Podcast-Reihe ist ja immer so Ideologiekritik, und das ist ja wirklich ein hochideologisch abgeschottetes Weltbild par excellence. Also das grenzt ja wirklich, das beziehungsweise grenzt nicht nur, das ist eine Verschwörungstheorie. Das ist meine Urerfahrung. Aber viel wirkmächtiger war als jetzt irgendein Quatsch mit hohle Erde oder Reptiloiden oder so. Das nimmt ja keiner ernst. Aber damals, das war ja schon eine Art Common Sense innerhalb der Linken, oder? Gut, das war meine Urerfahrung dabei. Und in dieser Situation nach dem deutschen Herbst, ich bin ja selber gewissermaßen in den Untergrund gegangen, weil unser Verein verboten werden sollte. Das Verbot war ja im Bundesrat anhängig von Filbinger, alter NS-Richter. Betrieb das Verbot des KBW, in dem ich war, und anderer Organisationen dieser Art, weil sie angeblich ein Reservoir des Terrorismus seien, was überhaupt nicht stimmte. Aber wir haben diese RAF eher, wie soll ich sagen, fast ironisch behandelt, ja, also Pfarrers Töchter machen da ihren Shootout, ja, Volkskrieg, das ist eine ganz andere Kiste, ja, also das war alles Kinderspiel, so rum hast du die versucht, noch von links zu überholen, also bereiteten wir uns auf ein Verbot vor. Für mich war das letztlich, ich bin dann nach Wien gegangen, und da wollten wir vom Ausland her nach leninistischem Vorbild Quartier machen für einen Kampf dann im Untergrund, ja. Hat sich dann aufgelöst, Gott sei Dank. Der Verfassungsschutz übrigens hat gesagt, das stimmt alles gar nicht, und es war auch davon überhaupt gar keine Rede, aber das ist dann so ein bisschen ein Ritt über den Bodensee, ja. Aber hat was davon, wenn ich
das habe ich 30 Jahre danach geschrieben, das Buch, mir große Asche auf den Haupt, aufs Haupt schütte und sage, mein Gott, wie konnte ich nur? Ja. Das war nicht meine Haltung dazu, sondern ich habe versucht, mich selbst zu verstehen. Ja. Das ist die aufklärerische Haltung. Und das betrifft auch eben 68 und diese Dinge. Das bringt mich noch zu zwei Fragen. Und zwar einmal, nämlich das mit dieser Kapitalismus, also das ist eben, dass man das nicht begreifen kann, dass halt der Nationalsozialismus, dass der Antisemitismus im Nationalsozialismus das Kernelement war und dass es irgendwann nicht mehr darum, also dass es nicht darum ging, aus wirtschaftlichen Aspekten die Juden Europas zu vernichten, sondern einfach als Selbstzweck, um die Welt von der jüdischen Weltverschwörung zu reinigen, dass das nicht in dieses antikapitalistische Diktum halt passen konnte. Da frage ich mich, aber 68, Adorno, Horkheimer, aber auch zum Beispiel, also die wurden ja damals, die lebten ja noch und gerade Adorno war ja auch in Frankfurt noch, der war ja Professor. Und die haben ja durchaus auch andere Ansicht vertreten und genauso auch das Buch Behemoth von Franz Neumann wurde das 68 gelesen, wo ja eigentlich das auch drin stand eigentlich. Wenn man es hätte lesen, wenn man es gelesen hätte, hätte man das wissen können, dass der NS eine, er nannte es glaube ich antikapitalistischer Kapitalismus und gleichzeitig auch ein autoritärer Anti-Autoritarismus. Das hätte man ja auch wissen können, wenn man diese Bücher gelesen hätte, wenn man sich mehr mit Adorno auseinandergesetzt hätte. Wollte man das nicht? Also wollte man das schematisch wirklich in diese Kapitalismus gleich Faschismus-Ideologie reinpressen? Und das Zweite ist mit natürlich Götz Alis berüchtigter Klassiker Unser Kampf, also wo er ja eine sehr drastische Abrechnung macht, mit, der kommt ja auch aus der 68er Generation. Ich habe das Buch auch vor etlichen Jahren gelesen und fand es ganz gut, aber so weit würdest du beispielsweise nicht gehen wie er, wo er sagt, das ist eigentlich in erschreckender Weise, waren wir 68er den 33ern sehr ähnlich. Nicht unbedingt, was jetzt hundertprozentig dieselben Feindbilder betrifft, aber vom Dogmatismus, vom Autoritarismus, vom Totalitarismus, auch vom Antisemitismus her. Soweit würdest du aber wahrscheinlich nicht gehen, ne? Jetzt waren es zwei sehr unterschiedliche. Geht nicht darum, dass ich nicht so weit gehe. Ich würde eher sagen, ich bin härter mit mir selbst, ja. Mm-hmm. Götz Ali spricht nicht über sich selbst. Ja, achso. Okay. Er spricht nicht über die Schweinejagd. Er sagt nicht, was hat mich getrieben, mm-hmm. ja, sondern er hüllt das, sagt, unser Kampf, ja, wir waren eben unseren Vätern ähnlich und mm-hmm. dann bist du fein raus, genau genommen, ja, mm-hmm. Persönlich, ja. So einfach habe ich mir das nicht gemacht. Ich habe das als eine tiefe Verstrickung. Und wie gesagt, ich wüsste nicht, wer was davon hat, wenn ich mir Asche aufs Haupt schütte und dreimal auf die Brust schlage. Ja. Und dann das Ganze so in den Orkus stürze. Also es ist natürlich ein Kern was von was Richtigem dran, das würde ich ja gar nicht bestreiten. Ja. Aber die Generation unserer Väter, mein Vater war zum Beispiel im Nationalsozialistischen Studentenbund, ja, mhm. Hat mir gesagt, so à la Götz Ali, ja, 68, mhm. du machst ja jetzt dasselbe wie ich damals, ihr macht mhm. ja dasselbe wie wir. Ja. Dann habe ich geantwortet, nein, wir machen das Gegenteil. Ja, klar. Stimmt. In dieser ganz einfachen dichotomischen Verklemmung warst du. Mhm. Das Falsche an dem ganzen Götz-Ali-Gedanke ist, dass so rein ideologiekritisch kann man dies und das vergleichen, von mir aus, mhm. Auch so vom Habitus her und so. Ich habe ja auch mal vorhin gesagt, Kampf als inneres Erlebnis und so bei den Grafleuten mhm. oder so. Ich würde nicht sagen, das hat alles nichts miteinander zu tun. Aber die Generation unserer Eltern vor 33 hatte dann schon die Lust auf reale Macht, und zwar Weltmacht, mhm. in den Nüstern. Mhm. Deutschland wollte wieder Weltmacht werden, mhm. um jeden Preis. Ja, es ging mit Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, also mit dem zusammen. Wir wollten in dem Sinne nicht Weltmacht werden, mhm. ja, sondern eher fühlten wir uns als die Gerechten, die in der Brust, frei nach Che Guevara, in der Brust der Bestie, den mhm. Kampf aufnehmen, aber für die Völker da draußen und so weiter. Ja, ja. Das ist eine andere Haltung, ehrlich gesagt. Ich bin im Übrigen auch nicht ganz damit einverstanden, dass man den Nationalsozialismus auf den Antisemitismus und den Holocaust reduziert.
geradezu. Auch da bin ich der Meinung, dass das eine eher bequeme Sache ist des Umgangs mit der Vergangenheit, der Krieg. Diesen Weltkrieg entfesselt zu haben, das ist das allererste Massenverbrechen der Nationalsozialisten. Ja. Und wäre es bei einer Diskriminierung der Juden, einer Vertreibung und so weiter geblieben, wäre auch der Holocaust nicht passiert. Man muss ja zynischerweise sagen, dass die Hälfte der deutschen Juden ist durch 38 und die Kristallnacht, wie sie so heißt, die Pogromnacht, eher noch davon gekommen. Ja. Die polnischen oder die in Kiew nicht. Mhm. Ja. Und das hing mit dem Krieg zusammen. Mhm. Und diese ganze Weltkonstruktion von Hitler, man muss auch diese antisemitische Weltkonstruktion auch nicht einfach nur als sozusagen den Dämon nehmen, sondern das war eine komplette Welttheorie. Ja. Und in dieser kompletten Welttheorie gehörten eben der Bolschewismus und der Weltkapitalismus, das Weltfinanzkapital zusammen. Mhm. Ja, insofern war es beides. Es war Antibolschewismus plus Antikapitalismus. Ja? Genau, ja. Und die Konstruktion war noch viel trickiger, wenn man sich darauf einlässt. Denn der Bolschewismus war eigentlich ein Instrument des Weltkapitalismus. Ja? Insofern war tatsächlich, insofern hast du recht, war dieses sozusagen antifinanzkapitalistische Element letztlich das Primäre, weil man war ja selber auch Nationalsozialist, also Sozialist. Das heißt, die Kommunisten waren falsche Sozialisten, genau. Nämlich von der die goldene Internationale finanzierte die rote Internationale. Und die rote Internationale sollte uns von innen zerstören, damit die goldene Internationale dann uns einkassieren kann. Ja, das war die Grundkonstruktion. Ja, 33. Ja. Ja. Die rote Internationale waren im Übrigen auch die Sozialdemokraten, das waren die Gewerkschaften und alles. Ja, also musste man im Inneren alles niederschlagen und so, damit Deutschland wieder Weltmacht sein kann. Und dann konnte es eben plötzlich auch, gab es keine ideologischen Gründe, warum man 39 nicht auch mit der Sowjetunion zusammen als Komplizen, ja, also dem Weltbolschewismus, ging man plötzlich ein Bündnis ein. Aber wozu? Um Polen zu zerschlagen, um sich Osteuropa zu teilen, ja, und dann Frankreich niederzuschlagen, den Erzfeind. Ja, also wir müssen das in Weltkriegskategorien einbetten. Und dann kommt an einem bestimmten Punkt, und das ist schon der Punkt, wo die deutschen Armeen dann schon ins Stocken geraten, ja, dann kommt dieser Entschluss zur Endlösung auf. Der ist sehr wohl in das Kriegsgeschehen eingebettet. Ja. In Polen war es Ghettoisierung, das war natürlich auch schon eine Vernichtungspolitik, kann man sagen, ja, aber das war noch Vernichtung durch Arbeit, das war, und es wurde 1940 übrigens noch im Prinzip erwogen, also das sind alles gar nicht gut ausgeleuchtete Kapitel der Geschichte, die ein schlichtes deutsches Nazi-ist-Holocaust-Narrativ nicht reinpassen, dass man 1940 noch zwischen den Verbündeten Deutschland und der Sowjetunion beraten hat, ob man diese polnischen Juden nicht vielleicht nach Birobidzhan entsorgen könnte oder nach Madagaskar. Das Madagaskar-Projekt gab es ja. Genau. Und so, ja, also schiebt sie ab. Ja. Und weil das nicht ging, also es hatte auch den Krieg gegen die Sowjetunion dann zur Voraussetzung. Diese Ghettoisierung schien so nicht zu gehen. Und außerdem dort traf man ja erstmal dann auch auf
große jüdische Population, die man irgendwie mit der Vorstellung des Widerstandes in Verbindung brachte. Ja, dann kam Babi Yar, dann kamen die Erschießungen. Und Auschwitz, nur der letzte Punkt, ja. Auschwitz als Massenvernichtungslager war nur der letzte Punkt. Das hat Timothy Snyder, in dem Punkt bin ich ein Anhänger der Interpretation von Timothy Snyder, ja. Das ist alles bei uns nicht im Blick, ja, dass erstmal erschossen wird, ja. Offiziere, Kommissare werden erschossen und Juden werden erschossen, ja. Und dann kommt es zurück und dann werden diese Todeslager errichtet, ja. Genau. Ja, ich würde auch. Das können wir jetzt nicht jetzt aufklären, aber ich sag nur mal, wie ich auch finde, dass man den eigenen Blick jetzt auch auf diese Themen selber nachschärfen muss ein bisschen. Mm, ja. Mm. Und für die 68er eben und diese Erfahrung muss ich eben sagen, dass man sozusagen diesen Punkt der Verwirrung der Gefühle, ja, der dabei ist, dass man den doch nicht ganz außer Acht lassen sollte, ohne dass das eine Entlastung ist, sondern ganz im Gegenteil, wenn man auch wie Wolfgang Krauser, wie Götz Ali noch radikaler, das Ganze sagt, ja, wir waren eben die Kinder unserer Eltern, was konnten wir tun? Dann haben wir uns davon entfernt und das war's, ja. Das trifft nicht sozusagen diesen ganzen Kuddelmuddel, in dem man gesteckt hat. Also, was hast du 68 gemacht, bevor du bist ja Anfang der 70er Jahre in den KBW, in den kommunistischen Bund Westdeutschland eingetreten? Der kam ganz spät. Der kam später. 73, okay, gut. Aber du bist ja 68, warst du Student in Frankfurt und warst du? Ich war 67 Student in Tübingen und bin dort von der humanistischen Studentenunion. Ich war ja Kriegsdienstverweigerer in den SDS übergetreten und bin dann Ende 68 nach Frankfurt gegangen, ja. Und da warst du im SDS dann in Frankfurt zu der Zeit, oder? Bis der SDS sich 70 aufgelöst hat, ja. Und dann war aber der Drang schon rauszugehen aus der Universität. Man musste ja das Proletariat organisieren und aktivieren. Es waren wilde Streiks gewesen, 69. Mhm. Also waren wir auf der Linie derer, die rausgingen aus der Universität, aber nun nicht in einen Untergrund, sondern ins Volk. Wir gingen ins Volk, maoistisch gesehen. Genau, ja. Und das finde ich interessant, weil es 68 fortfand, da hat sich ja so vieles herausgebildet. Es gab die bewaffneten Kampf, also RAF, Bewegung 2. Juni, RZ, die kam dann ein bisschen später noch. Es gab dann halt die K-Gruppen und die Leute, die dann eben die bewaffneten Volkskrieg entfachen wollten, also da eher so Leute wie du, also maoistisch orientiert. Dann gab es halt die Sponti-Gruppen, die daraus entstanden sind. Es ging dann weiter mit der mit der zweiten Frauenrechtsbewegung. Das war ja sehr viel. Es gab auch Leute, die gar nicht politisch aktiv waren, die 68 als Sprungbrett genutzt haben, um zu kiffen und Musik zu hören. Und es gab ja auch diese Leute, also die Hippies. Und es gab die Universitätenfraktion, die en masse auf die neuen Universitäten stellen und dort akademische Karrieren machten, die sich urplötzlich drauf hatten. Gerade warst du noch in der Basisgruppe Pädagogik und übermorgen warst du schon Professor in Bremen. Ja. Das ging ratzfatz. Ja. Aber wie war das bei dir, dass du denn gesagt hast, nee, ich bin jetzt kein Anarchist oder bin kein Sponti, ich bin auch kein Leninist mit Knarre, so wurden die Raffia mal bezeichnet als Leninist mit Knarre, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, Oskar Negt, glaube ich. Wie war es bei dir, warum kam denn dieser Turn, diese Wende hin zum Maoismus und zum wir agitieren das Proletariat, du hast ja auch revolutionäre Betriebsarbeit gemacht, also das ist ein bisschen absurd heute, woher kam das denn, also was war das? Wie generell, also erstmal wie bei dir und wie kam auch das, also dass dann auch so eine Art LARPing stattgefunden hat von Gruppen, die dann gesagt haben, wir bauen jetzt die neue KPD auf, wir sind jetzt die neue KP. Na gut, jetzt muss ich hier mein ganzes Buch nacherzählen, aber wir haben relativ ausführlich geschrieben oder dran nachgedacht. Also erstens, ich meine 68, 69, vor allem 69 war das Jahr der großen Auflösung. Ja. Mhm. Also es war ja klar, in der Uni, so konntest du jetzt nichts reißen mehr. Oder wir haben dann noch mit ziemlich viel Einsatz
hatten wir die Basisgruppe Historiker und haben Wissenschaftskritik und so getrieben. Aber das Stichwort war ja schon Organisation, und Organisation musste heißen, dass man aus der Universität rausgeht, also ein gesamtgesellschaftliches. Mhm. Und dann musstest du in die mythische Arbeiterklasse gehen. Mhm. Die mythische Arbeiterklasse war so mythisch auch nicht, weil dort auch junge Arbeiter reinströmten, die sich sehr interessierten für die ganze Jugend. Mhm. Es war eine Jugendbewegung, gab überhaupt die Jugendhäuser und so weiter. Es hatte ja tatsächlich dann in diesem nicht chinesischen Sinne erstmal diesen kulturrevolutionären Charakter. Es gab auch ganz viele in Frankfurt zum Beispiel, die dann, nachdem sie eine Lehre gemacht haben, aufs Abendgymnasium gingen, Lehrlinge bei Höchst waren, aber vielleicht vorher schon studiert hatten oder nachher studieren wollten. Also die Übergänge waren ja sehr fließend. Es war eine Bildungsmobilisation. In diesem Segment, die Frankfurter Abendgymnasien waren komplett entweder von der DKP oder von uns organisiert. Ja. Also du hattest sehr wohl Resonanzen auch unter dem, was man Arbeiterjugend nannte, im weitesten Sinne. Nur das war mit der Bildungsjugend jetzt halt viel mehr vermischt. Es kamen ja die Schüler auch rein, alles Mögliche. So, und der KBW hat sich erst gebildet 73, nachdem eigentlich schon alle anderen Organisationen sich gebildet hatten. Wir waren auch eher vielleicht eine neoleninistische Organisation, die sagte, wir brauchen einen kleinen, hochorganisierten und gebildeten Kader. Also wir machten uns lustig über die Leute, die sagten, wir sind jetzt die Kommunistische Partei Deutschlands, während sie gerade noch im germanistischen Seminar gehockt hatten oder so. Wie in Tübingen, wo ich war, die gibt's ja bis heute noch, ja, die MLPD. Mhm. Ja, damals hießen sie noch anders. Das waren auch Studenten, die sich mit so ein paar Altkommunisten zusammengetan hatten und dann eine kommunistische Partei bildeten und so weiter. Gab es alles. Und natürlich alle diese anderen Fraktionen. Wir waren ziemlich ernsthafte Leute, möchte ich mal sagen. Also ich habe dann eben meine Doktorarbeit hingeschmissen, weil es hieß, du kannst nicht, ich war Ortsleiter in Frankfurt. Wir hatten eine ziemlich große Organisation dann von 400-500 Leuten. Da kannst du, und wenn es drauf ankam, konnten wir 1000 Leute in einem Saal in Frankfurt versammeln. Also große Veranstaltungen und großer Demo-Block. Ja, da waren ja überall diese verschiedenen Blöcke auf den 1. Mai und sonst was Demos. Das war ja wie so in Siena der Palio, ja. Jeder lief mit seiner Truppe auf und in seinen Farben und seinen Emblemen und so. Also ich habe das ja auch ethnologisch wie Tribes betrachtet, ja. Also jeder sucht sich seine Sprache, sein Milieu. Und so lief das ja. Das war ja erstmal eine existenzielle Entscheidung. Bin ich Sponti? Ach nee, dieser Sponti ist nicht seriös, ja. Frauenbewegung, das schon sowieso nicht, obwohl wir sehr viele Frauen hatten. 40% möchte ich mal eine politische Organisation sehen, die so viele in der Zeit hatte, Frauenanteil bei uns, aber die mit dieser Frauenbewegung auch nichts anfangen konnten. Trotzkisten waren wir nicht, die waren zu esoterisch oder zu ganz auf sich konzentriert. Stalinisten, DDR wollten wir nichts mit zu tun haben. Reine Maoisten waren wir auch nicht. Sozialistisches Büro war zu akademisch. Also du warst erstmal fünf, sechs, sieben Sachen nicht, wo du sagtest, das sind wir. Ja. Also machst du Programm und so weiter. Das waren wir. Und wir waren so eine neoleninistisch-maoisierende Sekte, würde ich sagen. Mhm. Ja, mit ziemlich großem Anhang, als fast die einzigen in der Bundesrepublik verbreitet, in der ganzen Bundesrepublik. Es gab 100 Gruppen in 100 Orten in der Bundesrepublik. Ja, und dann kamst du auf bestimmte größten Fantasien und hast gerödelt, Flugblätter bedruckt, was weiß ich, Betriebsgruppen aufgebaut, Gewerkschaftssektionen, haben wir alles mit großem Ernst getan. Und dann kam diese Verschärfungssituation des deutschen Herbstes, das Verbalradikale, ja, Volkskrieg und so. Ja. Das war eigentlich erst in dem Moment, wo die neue große Krise und ein potenzieller dritter Weltkrieg auf uns zukommt, ja, dann mussten wir zur Stelle sein.
Ja. Und in dieser Erwartung, insofern hatte das auch apokalyptische Züge, Kapitalismus muss wieder, also irgendwann früher oder später wird es wieder faschistisch oder auch sozialfaschistisch, ja, kann man sich verschieden ausdenken. Und im Übrigen waren ja auch antisowjetisch, also der Kampf zwischen USA und Sowjetunion, das wird Kalter Krieg, wird in einen heißen Krieg übergehen und dann müssen wir zur Stelle sein und das Bündnis mit der Dritten Welt, die ja kämpft, ja, da draußen. Ja. So war ungefähr die Konstruktion, wenn du so willst, war die in sich auch nicht völlig unschlüssig, aber sie war natürlich völlig überkandidelt und out of the world, ja. Das finde ich wo du das auch sagst, also dass sich der KBW auch so abgegrenzt hat, auch zur Sowjetunion und dann zeitweise galt die SU ja für manche K-Gruppen sogar auch als Hauptfeind, der Sozialimperialismus. Ich glaube, mit dem, auch ähnlich mit dem maoistischen Gedanken, weil die Sowjetunion. Ja, also genau, weil mit dem ähnlich maoistischen Gedanken, dass die Sowjetunion seit dem Tode Stalins eigentlich kein, es ist entartet, es ist irgendwie nicht mehr richtig, der richtige Sozialismus ist jetzt eigentlich nur noch so ein Gedüdel, so, sondern. Das große Problem war für uns dann, dass eben in China dann Mao starb. Ich hatte in Frankfurt, das habe ich, glaube ich, ganz schön geschildert in dem Buch, die Gedenkrede hat und zu Mao fiel mir gar nichts ein. Nee. Ja, ich habe Mao gelesen und dachte, oh Gott. Ja, und dann stehst du vor dem Volksbildungsheim in Frankfurt, proppevoll, 500, 600 Leute und ich soll die große Festrede zu Mao. Das war zum Beispiel bei uns so, die in den anderen richtig maoistischen Organisationen, die bekamen, die Ortsgruppenleute bekamen vom ZK den Text, ja, den sie dort zu verlesen hatten. Bei uns war es so, dass gesagt wurde, wir waren nämlich sehr theoriebemüht, ja, dass das Zentralkomitee sadistischerweise sagte, jo, mein Freund, du bist der Ortschef in Frankfurt, jetzt halt du eine Rede, ja, jeder musste seine eigene Rede halten und sich da rein vertiefen. Mir fiel nichts ein, ja. Und dann habe ich irgendwas zusammengemacht, musste blau machen. Ich fuhr ja Lastwagen eigentlich, also musste wieder mit falschem Attest mich krank melden, hat mich 5 Tage in Mao vertieft, um diese Rede zu halten. Und es war nur so ein, und hinter mir war das große Bild von Mao, ja, mit Trauerflor. Und dann musste ich mittendrin abbrechen, weil ich einfach nicht fertig geworden war und irgendwie auch gar keinen klaren Gedanken fassen konnte. Und dann hatte ich auf diesen Bildern der Kulturrevolution, da strömten ja mal die Schweinsteufel und Rindsdämonen aus den Mündern derer, die eigentlich eine bürgerliche innere Seele haben. Also hatte ich jetzt in dem Moment meine bürgerliche innere Seele enthüllt, ja, und schaute irgendwie auf diese Versammlung. Und dann applaudierten alle und hatten gar nichts gemerkt, ja. Das war mein inneres Kino, ja. und Mao war weg und dann kam Deng Xiaoping und die Viererbande wurde verhaftet. Und dann warst du ja in den größten Verwirrungen. Und dann kam aber Deutscher Herbst. Der hat uns in dem Sinne noch eine Runde weitergetrieben, weil durch dieses Verbot wir dann, das war wieder eher neoleninistisch gedacht, in den Untergrund gehen müssen und das Proletariat von unten organisieren und so weiter und so weiter. Also haben wir noch eine Schippe draufgelegt und haben dann noch 2-3 Jahre weitergemacht bis 80, 81. Aber das war sogar die letzte, düsterste Phase, die habe ich bleierne Zeit genannt, ja, wo man ganz in diesem dieser eingeschlossenen Organisation sich bewegt hat und das immer bizarrer wurde, aber auch immer aufwendiger gedanklich. Man musste ja immer theoretisch abarbeiten, dass die Welt anders lief, als man selber gedacht hat. Ja, und ich habe das dann in meiner Austrittserklärung, es kommt im Roten Jahrzehnt auch vor, dann so gesagt, dass wir eigentlich unsere Theorie wie so einen, wir haben einen riesen Theorieaufwand getrieben, Kapital rauf und runter, das gelesen, alles Mögliche gelesen, ja, dass wir die Theorie in einen schwarzen kosmischen Reißwolf
wo das Material der Wirklichkeit in den Reißwolf gestürzt wird und dort sozusagen pulverisiert wird. Ja, du hast dich mit Statistiken, du wolltest die absolute Verelendung beweisen. Du musst es ja irgendwie beweisen. Die Mühe haben wir uns jedenfalls gemacht. Ja, aber das funktionierte dann eben nicht so. In dem Sinne war das auf negative Weise auch nicht völlig unproduktiv. Man hat auf verrückte Weise dabei auch viel gelernt und viele der Leute, die gerade in der Phase drin waren, übrigens gerade auch Leute, die soziale Aufsteiger waren, ja, also wir können dann einen ganz guten Freund bedanken von damals, der war Sohn eines Hausmeisters in einer Schule, hatte in der Sparkasse gelernt, kam bei uns in die Kapitalkurse, ja, kam dann ins Zentralkomitee, Proletariat, so hat das auch alles mit Heißhunger verschlungen. Naja, ist später dann eigentlich unbekannter Professor für Ökonomie geworden, ja? Ja. Das sind, also wir waren auch ein zweiter Bildungsgang, ja. ja. Muss man so sehen, ja. Das ist Ironie der Geschichte. Der lässt auch nichts drauf kommen. Der lässt auch nichts drauf kommen. Ja. Ja. Auch da gibt's ja so einige. Da gibt's ja so einige, ja, die so. Jede Menge. Jede Menge. Also wir waren sozusagen auf verrückte Weise hochintellektuell und gar nicht so falsche Leute letztlich, ja. In dem Sinne ist der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert und mit viel Theorie oft auch. Und das ist die Versuchung der Intellektuellen, dann sonst wo zu landen. Na gut. Ist mir nicht fremd, sage ich mal. Aber ist das ist mir nicht fremd. Also das ist ja was ich durch linke Bewegung eigentlich schon seit Anbeginn der Zeit zieht. Ja. Also das, genau. Ja. Auch diese Ironie, dass das dann irgendwann auch so ein Karrieresprungbrett ist. Also wenn man sich anguckt, KBW ist, ihr habt ja wirklich Mitglieder dabei gehabt, die heute, also Wilfried Kretschmann ist ein sehr bekanntes Beispiel. Andere hochrangige Politiker, Joscha Schmierer war zu Zeiten es war der KBW-Vorsitzende, der war ja dann zur Zeit der rot-grünen Bundesregierung, Sprecher des Auswärtigen Amtes, glaube ich. Ne? Sprecher weiß Gott nicht, im Planungsstab bei Fischer. Und dieser Planungsstab, er hat den Minister nur zweimal überhaupt gesehen. Ach so. Die haben da Papiere produziert und so. Ach so, okay. Da hatte er sich, es war lange danach, und da hat er sich qualifiziert, weil er über Europapolitik und so weiter die Zeitschrift Kommune gemacht hat. Das waren dann alles schon ganz seriöse Dinge, und ich möchte eins vielleicht mal sagen, mit dem Verrückten auch. Komischerweise, als wir uns auflösten, 80, 81, dazu trug unser Sensorium eigentlich, weil wir antisowjetisch waren und so weiter, für die realen Oppositionen im realen Sozialismus sehr viel bei. Mhm. Ja. Also viele sind damals dann sowieso schon auch zu den Grünen gegangen oder so. Ich nicht, wir nicht. Aber man bewegte sich in diesem Feld, und wir hatten komischerweise ein genaueres Sensorium dafür, was da in Osteuropa passierte unter der Decke, ja, als die großen Parteien. Also ich habe dann Solidarität mit Solidarność gemacht. Ich habe mit dem Jakob Moneta und dem Heinz Brandt, das waren so Dissidente, Ex-Kommunisten in der IG Metall, die Zeitschrift Metall. Wir haben dieses Komitee gemacht, wir sind nach Polen gefahren. Man hatte ein Gefühl dafür, dass die Dinge nicht so bleiben können, wie sie sind, und dass dort von unten her was kommt. Ja? Das hatten die großen Parteien. Insofern 88, 89, als der Umbruch kam, ja, waren wir viel näher dran, kann ich wirklich sagen, ja, als eigentlich das Gros der deutschen Partei. Ja, die waren ja alle völlig überrumpelt. Wir waren das so nicht, ja, weil wir das über die Jahre verfolgt hatten. Ja. Und insofern, dass dann die Grünen Bündnis 90 waren mit Teilen der DDR-Opposition, war kein ganzer Zufall. Ich meine, gut, viele gingen auch damals 89 von den östlichen Opponenten in die SPD oder auch in die CDU. Ja, das waren dann eher die bürgerlichen Leute oder Kirchenleute, aber die eigentliche Basisbewegung in der DDR hat sich nicht zufällig mit den Grünen zusammengeschlossen, weil die Grünen dann in den 80er Jahren eben doch in Opposition ja auch standen, in dieser Friedensbewegung zum Beispiel zu den DKP-Flügeln.
Man war zwar gegen diese Nachrüstung und so, das war schon, in dem Sinne waren sie auch Friedenspartei, aber man hatte trotzdem Verbindungen zu den Oppositionen und man setzte auf den menschlichen Faktor, ja, und nicht nur auf irgendwelche Egon Barschen, Sicherheitsarchitekturen und sowas, ja. Also in dem Sinne, denke ich, war in allem immer noch Verqueren auch ganz, ganze Menge was Richtiges dabei. Also das ist ein interessanter Aspekt, den du da ansprichst. Auch das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, nehme ich an, dass es irgendwann diesen Bruch bei dir gab und du dich irgendwann auch kritisch auseinandergesetzt hast mit der Geschichte des Stalinismus oder generell der Geschichte des Kommunismus, ja, aus diesem antisowjetischen Impuls beim KPW. Haben gerade also, wir sogar auch gemacht, ja, mit einer gewissen Leidenschaft, weil das unsere Geschichte in dem Sinne war. Jetzt verhalte dich dazu. Ja. Und insofern, ich war ja dann im Umfeld dieser Zeitschrift Kommune, die so ein Nachfolgeprojekt war, ab 86 bis 2013, relativ, glaube ich, qualitätsvolle Zeitschrift, in der ich öfters geschrieben habe. Und ja, da wurden alle, auch diese historischen Fragen, aber auch alle Gegenwartsfragen, wurden da auf keinem schlechten Niveau verhandelt, ja. Aber wann kam ich aber dann ja als Sachbuchautor dann eben auf diese Themen. Das heißt, ich habe aus den früheren Faszinationen oder Verstrickungen habe ich dann eben versucht, da ich ja doch gelernter Historiker war, dann eben ein historisches Thema für mich zu machen, ja. Also wann war denn vielleicht so der Bruch, also wo du gemerkt hast, ich kann nicht mehr diese Ideologie, diese hochtheoretisierende Ideologie stimmt nicht mit der Welt überein. Also war das vielleicht schon, du hast ja schon gesagt, die Trauerrede von Mao, wo du nicht wusstest, was du sagen solltest, dann warst du auch, das dachte ich mir auch noch interessant, du hast ja auch Zeit der Verwirrung angesprochen, eine Zeit im KBW zum Ende hin, war das vielleicht auch die Zeit, wo man sich dann ideologisch auch so Enver Hoxha, Pol Pot und Idi Amin angenähert hat? War das für dich auch schon so ein Bruch mit der Lebensrealität, mit der Wirklichkeit? Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, das ist, ich muss... Also 86, da wo das mit dieser Mao-Rede war, war ich eigentlich auf dem Absprung. Ja, weil 76. Wir waren ja so ein Durchlauferhitzer, es kamen immer neue Leute rein, viele gingen weg. Ich war eigentlich auch dabei, mich nach Frankreich abzusetzen, wo ich mal ein Liebesverhältnis gehabt hatte. Aber dann hat man mich stattdessen ins Zentralkomitee, ins Zentralorgan berufen. Das als Redakteur für Internationales, das hatte für mich natürlich einen gewissen Reiz dann doch. Aber wie ich gesagt habe, die Verbotsdrohung, dass wir dann also... ich jedenfalls dann nach Wien, dann nach Brüssel, wir hatten eine Nachrichtenkette Ost, das war alles technisch übrigens sehr avantgardistisch, das habe ich aber alles in dem Buch beschrieben. Da haben wir nochmal eine Runde zugelegt, ja, und dann der Ausstiegspunkt, damit beginnt ja auch mein Buch, war dann in Warschau 80/81, weil wir dann dort sagen mussten, liebe Leute, wenn das keine Arbeiterbewegung, was ist denn da eine Arbeiterbewegung? Die war aber jetzt irgendwie sehr katholisch geprägt, aber auch sozialkatholisch. Sie hatten sehr viele Forderungen, Selbstverwaltung, selbstverwaltete Republik, mit denen man als Linke auch wieder was anfangen konnte. Und dann hatte man das Gefühl, da spielt die wirkliche Geschichte, ja. Und dann habe ich einen Auflösungsantrag gestellt, der ist sogar noch abgelehnt worden, ist aber egal, es war sowieso in Auflösung, hatte sich auch vorher schon gespalten und und dann habe ich mich aber dagegen entschieden, jetzt wieder auch ein bisschen geschämt, kann ich sagen, mich wieder bei Iring Fetscher zu melden und wieder eine marxologische Doktorarbeit jetzt, die ich 74 aufgegeben hatte, wieder zu machen und habe mich dann eben in die freie Wildbahn von einem Journalismus oder sowas begeben, für den ich aber auch nicht richtig gemacht war, ja, also oder anders in die Akademie zu kommen. Ich hätte auch über die Solidarność-Bewegung, habe auch angefangen, Polnisch zu lernen damals, aber das war mir dann zu sehr
draußen, also habe ich viel Rundfunk gemacht, also habe ich in verschiedenen Projekten, und dann hat es mich über den Kontakt mit Lev Kopelev, der meint, ich hatte ein Buch geschrieben über Deutschland, Polen, Russland, dieses historische Dreiecksverhältnis 85, das hatte er gelesen. Er machte dieses Projekt Deutsch-Russische Spiegelung. Ich war noch beim Pflasterstand in Frankfurt gewesen. Dann die Cohn-Bendit, da kamen ja die Spontis und wir und andere kamen da wieder zusammen. Das war auch eine nicht unspannende Zeit. Aber zu den Grünen bin ich nicht gegangen. Ich bin aber auch nicht in die Akademie gegangen, sondern ich bin dann das geworden, was ein freundlich skeptischer Mensch in einem Porträt für die Süddeutsche Zeitung mal, als er mich besucht hat und ein Porträt gemacht hat, stand drüber der Einzeldenker. Und ja, irgendwie, obwohl ich eigentlich ein ganz sozialer Mensch bin, bin ich so parteilos, freidenkerisch, einzeldenkerisch als Sachbuchautor gelandet. Einzeldenker, das ist mir sympathisch, sich keiner Bewegung zugehörig fühlen. Warst du zu der Zeit noch Kommunist oder hast du da irgendwann auch so einen Bruch gehabt, dass du gesagt hast, es gibt ja von dir dieses Buch, also dein Hauptwerk, das geht ja eigentlich quasi als dein Hauptwerk, was vor 6 Jahren sind es mittlerweile, das, die Farbe Rot, das ist ja dieses tausendseitige, dicke Buch, was pünktlich zum Jahrestag und zum, ja, zum 100-jährigen Jubiläum der russischen Revolution, der Oktoberrevolution erschienen ist, wo du ja eigentlich so quasi die Urform des Kommunismus beschreibst und so. Warst du in den 80ern noch Kommunist oder hattest du irgendwann auch so ein Buch? Nein, natürlich nicht. Nein, der ganze Begriff hatte sich diskreditiert und dann fing man ja, wie gesagt, auch an, sich mit nochmal der Geschichte zu beschäftigen, was man früher auch schon gemacht hat. Ich könnte sogar sagen, dass ich, als ich überhaupt so zu Ostermärschen ging, 64, 65, tendenziell eher Antikommunist war. War Antikommunistin so einem schon sehr stark mit, also auf den realen Kommunismus der Zeit bezogen. 68 habe ich überhaupt den ersten Menschen getroffen, der sagte, ich bin Kommunist, Tübinger SDS. Dachte ich, oh, puh. So, also man war irgendwie linksradikal, sonst was. Ja, aber es war so diffus. Aber es war so dann, diffus. Dann fing man an, sich das so, eigentlich doch. Und so, und dann fing man an, sich so zu orientieren und sich das zu unterfüttern. Und es war dann eigentlich nach der Auflösung 81, also ich jedenfalls bin da raus, war es allerdings auch gar nicht ganz unproduktiv, dass wir dann sogar in dieser Phase der Auflösung nochmal die ganzen Stationen unseres Weges auch versucht haben, theoretisch zu hinterfragen und aufzuarbeiten. Also das eigene Programm, ja, Diktatur des Proletariats und so, ja, alle diese Fixthemen. Und da bin ich auch im Umfeld noch von dieser, dem sich auflösenden KBW, aus dem dann diese Kommune-Zeitschrift und so hervorgegangen geblieben. Und ja, das waren eigentlich noch viele ganz gute und lehrreiche Diskussionen, aber nein, selber habe ich mich ganz sicher in Warschau, als ich im Frühjahr 81 in Warschau war und dort in der Zentrale der Warschauer Solidarność, so mit so jungen Studenten von dem Studentenverband, der dazugehörte. Und es erinnerte mich durchaus an 1917, da kamen die Kuriere rein und raus von den Fabriken und so weiter. Also man konnte noch alle möglichen romantischen, revolutionsgeschichtlichen Assoziationen daran haben. Wir waren ja zum Teil auch dann mit ein paar trotzkistischen Leuten zusammen, die haben sich natürlich sehr strikt noch so organisiert, noch identifiziert. Aber als ich dann da, das war mein letzter Auftritt als Redakteur der Kommunistischen Volkszeitung, und als ich das den Damen im Pressebüro dort in der Warschauer Solidarność-Zentrale vorgelegt habe, da sind sie in schallendes Gelächter ausgebrochen und so fühlte ich mich schon ziemlich doof. Und nein, das war dann durch, sondern man suchte nach neuen Ufern, aber
Man hatte eben natürlich schon auch einen, also da man sich nun für die ganze Welt und die ganze Geschichte interessiert hatte, das war, sagen wir mal, der eigentliche Bacillus, mit dem ich infiziert worden bin, das habe ich ja bis heute, dass man irgendwie so die ganze Welt im Kopf trägt und die ganze Geschichte auch noch. Mein rotes, meine Farbe Rot beginnt ja irgendwie mit dem Urkommunismus und den Urstämmen und sonst genau, was. Ja. Also man fängt bei Adam und Eva buchstäblich an. Ja, das war sozusagen, kleiner konnte man es dann eben nicht mehr machen, aber dann musste man natürlich gewaltig irgendwie orientieren und aber so bin ich zu diesen dazu gekommen, mich dann eben auch nicht im Journalismus reinzuklinken mit immer wechselnden Themen, sondern um so einen bestimmten Themenknoten herum. Deutschland, Russland, das ist ja nun auch die Geschichte von Marxismus, Sozialismus, Kommunismus, das ist die Urzelle, könnte man sagen, historisch gesehen, ja. Dann der Ausbau zu einer Weltbewegung, neue Linke, alte Linke, Terrorismus als Absplitterung davon, dann habe ich mich ja in dem Buch Traumpfade der Weltrevolution mal gelesen, die westliche Hemisphäre begeben, bin nach Kuba gefahren, habe mich in dieses ganze Kapitel etwas reingedacht und reingelesen und reingearbeitet. Und dieses eigentlich sehr schöne Buch, was weder den Guevara-Freunden, es geht um das Guevara-Projekt, also dieses späte Weltrevolutionsprojekt einer Weltguerilla, hat weder den Leuten des Guevara, der Guevara Che Bewunderern noch, aber wiederum auch denen, die Che auch nur für einen Teufel halten und so weiter gefallen. Also in dem Sinne habe ich mich da ganz bequem zwischen den Stühlen eingerichtet und mich auch für meine Faszinationen an diesem Thema nicht geschämt, sondern denke ja auch nicht nur, dass die Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert ja nicht einfach eine Geschichte irgendeiner ideologischen Abirrung wäre, das wäre ja auch ein bisschen billig, ja, sondern ein Drittel der Menschheit ist in Systemen und in Staaten gelebt, die so verfasst waren von kommunistischen Parteien, also was sehr Ernstzunehmendes. Und heute, mit Verlaub, nicht, wo sind wir doch damit massiv wieder konfrontiert, also was. Mein Buch endet dann mit dem 19. Parteitag der KP Chinas im Jahr 2017. Ja, da endet dieses 2017 veröffentlichte Buch. Ja, die ist ja immer noch da. Nordkorea ist immer noch da. Kuba ist immer noch da. Ja, und die Partei Einiges Russland in Russland tritt ja in vieler Hinsicht in die Fußstapfen der Einheitspartei. Also das ist ja nicht aus der Welt verschwunden und kann es auch gar nicht einfach so. Ja. Genau. Und der Kapitalismus hat die Eigenschaft, dass er eine ungeheure Dynamik entfaltet, wenn wir ihn mal Kapitalismus nennen, hat Marx nicht getan, als Produktionsweise gesehen und auch als sozialbildendes Prinzip und auch die bürgerliche Gesellschaft, die irgendwie dazugehört, jetzt als im staatsbürgerlichen Sinne gesehen, aber sie zieht ja auch, sie produziert natürlich massive Ungleichgewichte, gelinde gesagt, sie produziert Dynamik, aber eben auch Krisen. Wenn wir über Faschismus, also Nationalsozialismus, Faschismus, Kapitalismus reden, war ja 67, wenn wir da nochmal zurückgeben, auch das Horkheimer Wort im Raume, ja, wer vom Kapitalismus nicht reden soll, soll vom Faschismus schweigen. Ganz falsch ist es auch nicht. Ja, es ist eine lineare Ableitung, das war das Falsche. Ja, aber dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hätte, würde ich auch nicht sagen. Ja, also Nationalsozialismus oder Faschismus kann man als auch Antikapitalismus sehen, aber gesellschaftsgeschichtlich, mit Verlaub, haben die ganzen großen kapitalistischen Eliten hocheffektiv mitgemacht. Das furchtbare Nationalsozialismus ist nicht nur seine Ideologie, sondern ist seine fürchterliche Leistungsfähigkeit. Und dafür waren
die bürgerlichen Eliten und die großen Kapitalverbände mitverantwortlich, auch wenn sie sich unterordnen mussten. Ja. Na gut, ja. Aber das sind alles sehr große Themen. Das stimmt, das stimmt. Ich, ja. Wobei, ich habe doch noch eine Frage, und zwar eigentlich fast schon eine philosophische Frage, weil dieser Hang dazu, zu sagen, doch, der Kommunismus oder Sozialismus, das haben wir heute ja auch. Also du hast ja auch in diesen neuen, wenn man sie dann soziale Bewegung nennen will, Klimawandel, für mich ist es keine soziale Bewegung, aber auch da gibt es Interviews mit Leuten, auch eine Greta Thunberg sagt es jetzt nicht offen, aber irgendwo, es schwingt immer so ein bisschen mit, so eine Faszination für einen Sozialismus-Kommunismus. So, das ist immer, wie der Spiegel hatte jetzt gerade Marx wie auf dem Cover mit Marx mit Tattoos und hier Fridays for Future-Button und so weiter, und hatte Marx doch recht. Es gibt irgendwo so bis heute so eine massive Faszination dafür. Und da frage ich mich immer, ich glaube, es wird gerne ausgeblendet, was halt in den 20. Jahrhundert passiert ist. Und ich glaube sogar, ich kenne das ja auch aus der linken Szene, früher, wenn die Linke sich überhaupt mal über Sozialismus und Kommunismus und auch über diese stalinistischen Verbrechen und so weiter unterhalten hat, dann war das immer nur die These, ja, das war ja gar nicht der richtige Kommunismus, das hat der Marx so nicht geschrieben. Nee, das stimmt, Marx hat so nicht geschrieben, dass alle Brillenträger in Kambodscha erschlagen werden sollen. Das stimmt, das ist richtig. Man kann Marx ja auch verteidigen als Kritiker der Verhältnisse. Aber ich sehe das schon, man kann das nicht abstrahieren. Und da wäre eine Frage, irgendwie, siehst du das auch so? Doch, das ist schon, also in allen Unterschiedlichkeiten, die es nun mal auch gab, in Maos China oder in Stalins Sowjetunion oder in Enver Hoxhas Albanien oder Pol Pots Kambodscha, auch in der DDR, war ja noch deutlich humaner als jetzt als unter Stalin, ist ja klar. Aber trotzdem ist es ja immer irgendwo, es gibt immer diesen einen totalitären Grundkern in jedem sozialistischen Staatssystem. Und ich bin der Meinung, es muss zwangsläufig scheitern. Es muss zwangsläufig scheitern. Die Leute wollen es nicht. Und da würde ich dich fragen, ja, siehst du das auch? Oder sagst du, nee, das hat tatsächlich nichts zu tun mit dem, was Marx geschrieben hat? Aus diesem starren, systemischen Denken rauszukommen. Marx verwendet den Begriff Kommunismus zum Beispiel praktisch nur in der Überschrift und fast ironisch das Gespenst des Kommunismus als Angstgespenst der Herrschenden. Ja. Mhm. Die Herrschenden sind zu der Zeit auch wirklich die Herrschenden, denn das ist ja nur eine sehr enge Schicht von feudalen Grundbesitzern mit neuen Kapitaleigentümern, die sich zusammengerauft haben, aber dass die große Masse des Volkes ist völlig ausgeschlossen von aller Politik und allem. Das ist die Ausgangssituation. Genau. Da übernimmt Marx mit großem Zögern den Begriff des Kommunismus. Ansonsten hat er für ihn überhaupt gar keine systemische Bedeutung. Mhm. Überhaupt keine. Ja. Öffentlich läuft er nicht als Propagandist des Kommunismus durch die Gegend. Im Gegenteil, die das tun, schon im kommunistischen Manifest, wenn wir es mal so nennen wollen, wird ja jede Art von reaktionären Sozialismen aufgezählt. Ja? Genau, also genau davon will er weg. Genau davon will er weg. Christlicher Sozialismus, feudaler Sozialismus, Inka-Sozialismus, Militärsozialismus. Ja? So. Marx läuft überhaupt nicht, er gründet ja auch nichts, er denkt bestimmt nicht an irgendeine Einparteienherrschaft oder sowas. Mhm. Ja. Er ist Mitgründer, in dem Sinne kritischer Mitgründer der Sozialdemokratie. Die erste marxistische Partei ist die Deutsche Sozialdemokratie. Ja, es gibt es gar keine Marxisten. Jetzt referiere ich gerade den Inhalt meines anderen Buches, ja. Lenin erfindet verwendet den Begriff Kommunismus nebenbei bemerkt bis 1917 selber kaum. Die sich Kommunisten nennen, waren eher Anarchisten. Sie sind die Sozialdemokratie, ja. Sie sind ein radikaler Flügel der internationalen sozialistischen, sozialdemokratischen Bewegung. Der zweiten Internationale, wie sie genannt wurde. Ja, das waren die Bolschewiki. Und dann 1917
benennt er die Partei, die Sozialdemokratische Partei Russlands, nachdem sie die Macht ergriffen haben, in kommunistische Partei um und sagt, das ist die richtige wissenschaftliche Bezeichnung. Ja. Erst seitdem gibt es diesen sozusagen als Trademark festgezurrten Begriff Kommunismus, mit dem wir uns im 20. Jahrhundert auseinander. Das ist eine leninsche Erfindung, die er übrigens gegen Kautsky vor allem entwickelt und sagt, der Kern ist die Diktatur des Proletariats. Und Kautsky, der beste Marxist der Zeit, sagt ihm, mein lieber Freund, ja, deine Diktatur des Proletariats ist die Diktatur deiner Partei. Und das sagt Lenin auch, denn ohne die Partei gibt es gar kein Proletariat und so weiter. Also das ist eine rein scholastische Debatte. Der Begriff hat kein Trademark, ja. Ist einfach da. Er hatte im Übrigen, hat auch ganz außerhalb des Sozialismus im 19. Jahrhundert seinen Resonanzraum gehabt, gar nicht als Programmbegriff, sondern als historisch deskriptiver Begriff. Ja, nämlich zum Beispiel erst ab den 90er Jahren, das sind aber keine, nicht mal Marxisten, gibt es Leute, die sagen, dass zum Beispiel die Indianerstämme oder so etwas, alle frühen Stämme hätten in einer Art von frühem Kommunismus. Der konservative Herr von Haxfeld reist nach nach Russland und findet in den Bauerkommunen einen Urkommunismus. Ja? So, von der Seite als historisch deskriptiver Begriff, dass eigentlich alle menschlichen Gesellschaften aus einer ursprünglichen Zustand der Ungetrenntheit kommen, ja, des miteinander Verwachsenseins, in dem aber auch kein Individuum heranreifen kann, ja, von dort kommen wir. Ja. Das Neue in der Geschichte ist in Wirklichkeit der moderne Kapitalismus, ja, mit dann seinem Überbau des Liberalismus, der erst im 17., 18. Jahrhundert tut diesen ganz unfassbaren Gedanken, Adam Smith und so entwickeln, dass wenn alle einzelnen Subjekte der Gesellschaft, wobei eine große Industrie gab es bei Adam Smith ja noch gar nicht, aber wenn wir alle unsere Interessen verfolgen, kann trotzdem eine Gesellschaft. Mhm. Der Gedanke, den gab es vorher überhaupt nicht. In dem Sinne könnte man sagen, ist der Kommunismus. Und dann guckt man bei Max Weber nach, wie Kommunismus da vorkommt. Ja, Hauskommunismus, bäuerlicher Kommunismus, Militärkommunismus, mönchischer Kommunismus. Das ist der größte Teil der menschlichen Geschichte. Bei Max Weber würdest du den größten Teil der menschlichen Geschichte unter den deskriptiven Begriff des Kommunismus gefasst finden. Ja? Also, also man muss aus diesen normativen Begriffen rauskommen und deskriptiv. Die große Entdeckung von Marx ist, dass der Kapitalismus, in dem Sinne war er nämlich ein, fast mir ist er unheimlich eher als ein fanatischer Modernist, Westler übrigens, absoluter Westler. Ja, dort hinten ist die asiatische Produktionsweise, kann auch produktiv sein, aber und so weiter. Also er ist ja ein glühender Prophet im Grunde des Kapitalismus. Wie gesagt, den Begriff verwendet er gar nicht, kommt von Max Weber eher, sagt kapitalistische Produktionsweise, mit allen zerstörerischen, die in gewisser Weise sein müssen. Ja, und durch dieses Chaos hindurch muss sich die Gesellschaft, die Menschheit auf einen neuen Boden bewegen. Wie man den nennt, darüber legt er sich überhaupt gar nicht fest. Ja. Gut, irgendwann ganz spät sagt er, ja, niederes Stadium des Sozialismus, höheres kann man vielleicht Kommunismus wieder nennen. Aber es geht darum, dass alle diese zerstörerischen Tendenzen allmählich domestiziert werden, eingebunden werden, aus destruktiven, produktive Energien werden und so weiter. Und das ganz Entscheidende ist, dass er sagt, dass diese kapitalistische Produktionsweise in einem ganz bestimmten Punkt der Geschichte entstanden ist und einem ganz bestimmten, aus ihrer eigenen inneren Dynamik heraus, sozusagen in
potenzielle Selbstzerstörungen münden kann. Immerhin zwei Weltkriege, die nicht gar nichts mit dem Kapitalismus zu tun gehabt haben. Ja, nimm mal den ersten. Das sind die dynamischsten Länder der Welt, die massiv aufeinanderprallen. Ja, das chaotische 20. Jahrhundert hat mit der kapitalistischen Dynamik schon einiges zu tun. Ja, und dass es eine historisch endliche Produktionsweise ist. Ja, bei verschiedenen auch großen Ökonomen, findest du ja auch die Vorstellung von eigentlich bei fast allen, dass danach auch wieder was anderes kommen wird. Und vor dieser offenen Frage stehen wir ganz einfach. Ja. Wie ich das nenne, das sind ja alles schamanistische Beschwörungen, ja, der neue Kommunismus, gegenüber dem Untergang der Welt. Nein, der marxische Gedanke ist, dass aus den produktiven Potenzialen, die diese Gesellschaft hervorgebracht hat, und er hat sich dafür sehr interessiert, für diese produktiven Potenziale, ja, nicht irgendwie was ganz anderes kommen muss, sondern dass man die sozusagen zu etwas Neuem zusammenfinden muss. Dem Gedanken teile ich tatsächlich nach wie vor, ohne dass ich mich auf irgendeinen Ismus da festlege. Ja. Gut, so. das jetzt? Ich finde das weiter, also ich finde das, also ich finde das ist ein Thema, mit dem ich mich selber gerade viel auseinandersetze. Also Kommunismus oder Geschichte des Kommunismus eh schon lange, aber halt eben jetzt gerade diese Frage, gerade weil das halt irgendwie immer wieder aufkommt und gerade in Wohlstandsregionen wie Deutschland, meistens von Leuten, denen es an noch nie irgendwas gefehlt hat, ist oft doch so ein Wunsch, so ein diffuser Wunsch da. Und ich glaube, das Problem ist, dass halt eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel nur gesteuert werden kann vom Staat oder Partei. Meistens verschmilzt es ja eh. Also es ist ja oft verschmolzen, es ist ja immer verschmolzen in der Geschichte des Kommunismus oder Sozialismus. Und das ist das Ende jeder Freiheit und jedes Individualismus, so wie sich Adam Smith es beispielsweise vorgestellt hat. Oder vielleicht auch Marx. Also das ist eine spannende Frage. Ich bin aber noch zu keinem. Aber was machst du damit, dass die allergrößten Kapitalkomplexe im Besitz von Einzelkapitalisten à la Elon Musk sozusagen völlig freie Hand haben, um zu machen, was sie wollen. Also hochreißen, das runterreißen, das kann nicht der Endpunkt der Geschichte sein, ja. Also, aber dann könnte man ja eine sozialdemokratische, also ich bin da kein Fan von, aber man könnte natürlich auch sagen, eine sozialdemokratische Regulierung beispielsweise. Das ist ja was anderes als Enteignung von Planwirtschaftsfantasien. Versuch mal sozialdemokratisch mal zu regulieren, ja. Das geht ja ins Globale. Das ist ja heute der Punkt, ja. Das Entscheidende ist ja, und man könnte sogar, also ich habe ja mal begonnen, an so einem Punkt ein Buch über die Jetztzeit zu schreiben. Mal schauen, ob ich das noch machen werde. Ja, ich werde in einem ganz polemischen Sinne vielleicht noch über den digitalen Kommunismus schreiben. Ja. Wenn die ganze Welt in ein bestimmtes Gerüst von Vermittlung von Informationen eingespannt ist, ja, den totalitären Charakter dieses digitalen Kommunismus kannst du in China heute ganz gut schon sehen, ja. Oder sagen wir mal auch in einem neutraleren Sinne, ja. Es findet ja eine ungeheure, aber das sind jetzt alles große Diskussionen. Also ich sehe uns überhaupt nicht am Endpunkt der Geschichte. Ich finde auch eine bestimmte Unruhe unter den jungen Leuten ist auch okay, dass sie sich als letzte Generation sehen, kann ich nur sagen, wir haben uns auch so ungefähr schon als die letzte Generation gesehen und da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich bin nicht so im Modus des Warners und des Abtuns oder des Kritikers. Ich beobachte das finde die Widerstandsaktion, Lützi muss leben und so, finde ich ehrlich gesagt die Aufregung schon fast zu viel darum und von Klimaraff und sowas finde ich völlig abwegig, ja. Sondern
Also jetzt haben wir mit viel handfesteren Dingen zu tun, ja. Wir haben es mit Krieg zu tun, ja. Mich regt eher auf, dass sie das nicht sehen, ja. Dass sie nicht sehen, was jetzt gerade passiert, ja. Und das hat gewaltige klimatische Folgen, was jetzt gerade passiert, ja. In Russland, ja. Die Taiga ist genauso wichtig fürs Klima wie der Amazonas, ja. Alle Gelder werden verpulvert, um die Ukraine zu zertrümmern, es ist eine Hungerkatastrophe in der Welt, es ist eine Entfesselung von destruktiven Energien, die teilweise übrigens sehr wohl auch kapitalistisch gesteuert sind, von Gier, ja, von neuen Gruben und sonst was, ja, Herr Prigozhin ist ein Privatunternehmer, der eine Militärtruppe unterhält und Bauxitgruben hier und in Zentralafrika oder Uran oder jetzt dort Gruben erobern möchte. Das ist ein Rückfall und eine Kombination von verschiedenen Elementen, ja, mit der wir alle nicht so gerechnet haben. Und insofern also geht es für mich eher darum, dass sie ihren ökologischen radikalen Impuls irgendwie mit den realen Weltläufen wirklich in Verbindung bringen, ja. Ich finde das, ja. Fragen können wir jetzt alle nicht mehr lösen. Ich muss auch zurück an meine Arbeit. Ich muss nämlich just über diesen Krieg etwas für Osteuropa schreiben. Genau, ich wollte jetzt auch, genau, ich würde mich sagen, das wäre nämlich nochmal, ich habe noch viele Fragen zu aktuellen Themen, also Russland, Ukraine, China und so weiter, aber das wäre vielleicht ja mal was, wenn du Lust hast, irgendwann nochmal für eine zweite Folge. Später genau. Mal. Genau. Ansonsten, Gerd, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Es war eine Ehre für mich und ich wünsche dir viel Erfolg. Im März sehen wir uns hoffentlich auf der Leipziger Buchmesse und ich freue mich auf dein neues Buch und ich werde mir aktualisierte Version nochmal kaufen vom Russland-Komplex. Okay. Genau. Also Gerd, ich danke dir und hab einen schönen Tag noch. Mach's gut. Tschüss.